Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und hier haben wir sie wieder bei Julia on the Crusade aus dem Clan Spike. Diesmal mit dem 6er Light der Franzosen auf der Map Minen in den Süden gestartet. 6er, 5er Gefecht. Wir haben hier 6 6er und 9 5er. Darunter 5 Heavys, 5 Millerpanzer, 2 TDs, 2 Lights und eine Art. Die Munitionsverteilung hat 16 mal AP. Ja, die kleine Spritze hier, 135 Damage bei 144 Durchschlag und 20 mal APCR Premium Munition dabei mit 202 Durchschlag. Kleines Red Kit, kleines Med Kit und automatischen Feuerlöscher. Ja, der AMX 12 Tonnen, 4 Schuss Autoloader. Alter Light. Ja, bevor es die ganzen Radpanzer gab, konnte man sich mit ihm begnügen und dann hat man ihn auch getroffen und nicht so wie mit dem Radpanzern, wo er einfach weiterfährt. So, hier ist am Spotten, oder sie ist am Spotten hier. Erstmal in den Stritzwang M42. Zwei Schüsschen rein. Dritter prallt ab. Und vierter Schuss geht sonst wohin. So, Reloadzeit hier 19,3 Sekunden für die vier Schuss. Ja. Und dann haben wir noch hier so ans Leiten Type 64. Ja, das sind noch Lights. Ne? Auf der Gegnerseite haben wir einen Radpanzer dabei. Wie gesagt, wenn Radpanzer dabei sind, kannst du schon mit den Lights nichts mehr anfangen. Oh, schön. Ja, das ist ja hier der neue 6er der Amerikaner Jo-Panzer. Der Pandak-Tank. Ja, ekelhaftes Teil. Wenn ich mit meinem KV-2 unterwegs bin, da bounce zu viel. Außer du triffst ihn in der Seite. So, der Stritzwagen. Raus damit. Erster Kill. Tiger 131 auch. Gleich zwei Schuss. Erstes Kettenrad. Na, da geht doch. Da ging das ganze Magazin rein. Und schon ist er wieder im Reload. Ja, zwei Gun-Max hat sie drauf, also zwei Ringe, meine Franzosen. Equipment kann ich gleich was dazu sagen noch. Erst warten wir mal ab, der Reload ist durch. So, Tiger 131 ist raus, der Wüstentiger. Ah, schön, die Unterwanne von den Pandak-Tank. 2 zu 5. Drei Panzer liegen sie zurück. Ja, Equipment. Kann ich nochmal was dazu sagen? Ausgewählt hat sie geräuscharme Abgassystem. Absatz. Oh Gott. Geräuscharmes Abgassystem. Meine Güte, auf Position 1. Dann Lüftung auf 2. Optik auf 3. Detektive nicht aktiviert. Mission können wir gleich mal gucken, ob noch was ist. Nein, keine Aufträge. Jedenfalls sehen wir jetzt keine. 4 zu 7, drei Panzer zurück. Ja, 2900 Hitpoints gegen 4089. So, jetzt verlegt sie sich. 8 mal Premium-Munition noch. KV2, schön, Seite 22 HP noch, aber raus damit. Und den nächsten rausgenommen, den M10R BFM. So, und jetzt wird hier der Panlack auseinandergenommen, umkreist. Ah, da kommt sie nicht mehr rum. 37 HP bleiben die Panlack noch, und da geht der Panlack raus. Jawohl. So, stehen geblieben bei 3 Kills. 1421 Damage, 243 Unterstützungsschaden. Schwupps, schnell mal nachgeladen. Also In-Clip-Reload-Zeit 2,5 Sekunden von Schuss zu Schuss. So, das ist der zweite M10R BFM. Bisschen Schlagabtausch. Ist immer noch offen. Da kann sie nicht rausfahren. Oh, ah, die hält hier rein. Aber nicht getroffen. Erster Schuss. Zweiter Schuss rein. Dritter geht vorbei. Und der vierte geht wieder in den M10 rein. So, 409 Hitpoints hat sie noch. Von 950. 8 zu 9 steht es.
sind wir 1828 Damage. Und der Game 10 geht raus. Und schon steht es 9:9. Oh, von den Hitpoints aber 1000 gegen 2300. Ja, der T1 Heavy steht da gut. Also wirklich. Aber was ist das? Ein Bot oder ist der... Doch, er bewegt sich. Verstehe ich nicht. Naja. 9:11. So. 12 AP. Das heißt 3 Magazine. Das wird schwierig. Ja, hier wird schon wieder im Chat geschimpft. Ja, ist auch so fast Lot hier, ne? Fünfer und Sechser. Da brauchen wir nicht hier Noob-Team schreiben. Also, da sind sehr viele neue Mitspieler dabei. Und auch natürlich erfahrene. Und eigentlich ist das ist die Runde ausgeglichen hier 9:12. Na? Das wäre ja auch langweilig, wenn es immer gleich wäre. Es ist ja auch... Oh, da schiebt einer das Wrack. P43. Könnte das sein? P43. Oh, hier VK 3001H. Kommt da hoch. Jetzt geht sie auf. Das war genau zum falschen Zeitpunkt. Ärgerlich. So. Der PZ4H kommt jetzt auch noch darum. Ah, verschossen. Erster Schuss rein. Zack, zweiter. Und nochmal den letzten Schuss. Jawohl, Magazin reingepumpt. Erste ging zwar daneben, beziehungsweise ist gebounced. Vierter Kill. 2226 Damage. Mittlerweile ist er allein. War sie sogar allein gegen 5? Ne, ist immer noch allein gegen 5. Was erzähle ich denn? Da sind ja noch 5 Panzer. So, 5. rausgenommen. Ne, VK 3001H. So, der Radpanzer. Ah, schöner Schuss. Na, 41 HP noch. 5 Schuss hat sie noch. Und das für 4 Gegner, das wird schwer. Und der T1 Heavy steht da immer noch auf dem TD-Hügel. Ja. Also definitiv ein neuer Mitspieler, der nicht weiß, wo er hinfahren soll mit dem T1 Heavy. Also hundertprozentig ist das ein neuer Mitspieler. Schlecht für das Gegnerteam, gut für Julia on the Crusade. Ah, da ist der P43. Und raus damit. Jawohl, 6. Kill. Ah, Arti versucht hier rein zu flammen. Und sie nur noch 2 Schuss.
Ja, viel wegrammen kann sie auch nicht damit. Vielleicht die Arti? Ah, das ist die Lev-Arti. Die kannst du nicht wegrammen. Nee, nee, nee. Die Ente des Todes kann man nicht wegrammen mit dem Leid. So, macht der T1 hier wieder. Nischt. Nicht reinzukommen. Wo ist das Auto? Das Auto ist weggefahren. Schade. Tja. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Ah, da ist wieder T1 Heavy. Ah, lässt sich wieder ein bisschen blicken, aber da sieht nicht viel. Ich glaube, die Granate geht da nicht durch. Also da beweist sie wieder richtig Geduld. Ich würde wieder zu gierig sein und da runterfahren. Hätte ich mir vielleicht versucht, den Radpanzer zu finden. Aber naja. Sie wartet ab. Drei Minuten noch zu spielen. Da fährt sie runter und da ist gerade der Radpanzer aufgegangen. Jetzt ist natürlich schwierig. Jetzt ist er in einer besseren Position. Oh. Lev Arti probiert. So, jetzt hat sie 4-5 Sekunden Zeit, bis sie nachgeladen hat. Oder 6 Sekunden. Erster Schuss in den TNC Heavy und dann nimmt sie den raus. Tja. 7. Kill. 3073 Damage, aber keine Munition mehr. So, und die Lev-Arti kann sie nicht wegrammen, weil das ist der B2-Unterbau. Und der ist gut gepanzert. So, jetzt bloß probieren, aber nicht eine Geschmörgel kriegen von der Lev-Arti. Tja, keine Munition. Was soll man machen? Man kann die Arti nicht wegrammen. Den Radpanzer höchstens treffen. Eventuell. So, Arti verschossen. Da kann sie gar nichts machen. Da kann sie nur wegfahren. Ja, Captain bringt auch nichts. Oh, der Schuss ging daneben. Ja, wenigstens einmal angerammt. Aber jetzt der nächste Rammversuch ist ihr Ende. Was soll sie machen? Sie kann nichts machen. Ja. Ui. Ja, war knapp. Ja. Kann man... Oh, da hat sie getroffen. Ja, und da ist sie raus. Tja, was soll's. Und wir sehen uns in den Stats. So, und dann kommen wir zu den Stats. Ja, Überschrift, keine Munition mehr. Das haben wir gelesen. Jawohl. Ja, und ich habe mich gefragt, wo der Leid geblieben ist. Ihr habt das bestimmt schon gesehen. Und zwar, wo sie von der Anhöhe da runtergefahren ist, in der Mitte, ist er hinterhergefahren, der AMD.
178B und verunfallt. Und somit war die Arti nur noch über. Ja, hatte ich nicht gesehen, sorry. Ja, und dann haben wir hier das Panzer, dann haben wir Schläger, Wirkungsfeuer 78.881 Credits, XP kommen wir später, 35 von den Anleihen, Meisterschütze, Großkaliber und die Top Gun ab den 6. Kill. Hier mal Teamscore 3.144 Damage, 7 Kills, 996 Basis-XP, gehen wir in den Report rein, 36 mal geschossen, 32 mal getroffen, 28 mal durchschlagen, 1232 Damage über 300 Meter, 243 Aufklärungsunterstützungsschaden weiterer Mitglieder, also Teammitglieder, und dann haben wir hier 5 Kilometer ist er gefahren, 31.976 Credits gab es, persönliches Reservenbonus, aktivierten Bonus dazu, macht eben die 78.881, abzüglich Repair, Munition bleiben 16.329 über, das Ganze in 14 Minuten 25 und dann ja, hat sie sich erledigen lassen, ob das nun unentschieden wäre oder verloren, ist egal, so hat man der Arti auch mal wieder noch was gegönnt und noch einen Schuss und sie konnte ja sowieso nichts mehr machen, ne? War doch ein schönes Ergebnis oder ist ein schönes Ergebnis, ne? Ja, dann haben wir hier, wie gesagt, die Basis-XP plus Bonus 541 und 27 freie Erfahrung und dann persönlicher Reservenbonus 1153 XP dazu macht 3459 XP und 116 freie Erfahrung. Schön, schön, schön. Ja, wunderbare Runde hier mit dem AMX 12 Tonnen. Ja, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, euch gefällt es und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.